So, hallo Leute, willkommen zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Nach Tomb Raider Legend habe ich Jones versprochen. Ja, Anniversary kommt auf jeden Fall und daraufhin hat er mir dieses Spiel einfach mal geschenkt. Ne, nochmal danke dafür. Und ja, folglich werde ich das jetzt natürlich auch Let's Playen. Joa, ich muss noch mal ganz kurz gucken, ob das alles übernommen wurde. Und die Anfangskatzin, die war jetzt ein bisschen leise, die anderen sollten aber lauter sein. Ich weiß nicht, warum die so leise ist. Ist halt einfach so. Und jo, ich würde sagen, fangen wir an. Die Einstellung hat's alle übernommen. Let's go! Und zwar, wir spielen auf Mittel. Ich werde versuchen, alles zu sammeln, also einen 100% Run zu machen. Es kann aber gut sein, dass ich ein paar Sachen verpasse und die werde ich dann eben am Ende alle sammeln. Also ich werde am Ende dann wahrscheinlich einen großen Livestream machen und dort dann die ganzen Sachen, die mir noch fehlen, sammeln, das aufnehmen, zusammenschneiden und ein Video daraus machen. Aber gut, darum geht es jetzt noch nicht. Wir fangen einfach mal an und versuchen alles zu sammeln. Toller Ladebildschirm. Kalkutta, Indien. 1996. Was muss ein Mann tun, damit sie ihm solche Beachtung schenken? Wenn Sie diese Art von Beachtung wollen lassen, sind Sie auf dem richtigen Weg. Klingt verlockend. Aber ich möchte Ihnen nur jemanden vorstellen. Darf ich vorstellen? Jacqueline Nadler, Präsidentin von Nadler Technologies. Guten Tag, Miss Croft. Meine Forschungsabteilung widmet sich seit einiger Zeit dem Studium antiker Artefakte. Und ich bin der Meinung, dass Sie genau die richtige Frau sind, um sie für mich aufzuspüren. Ich fürchte, Sie irren sich. Für mich ist das Ganze ein Spiel. Genau deshalb wende ich mich an Sie, Miss Croft. Dieses Spiel haben Sie schon gespielt mit Ihrem Vater. Oder haben Sie nicht jahrelang nach dem Sion von Atlantis gesucht? Alles, was Ihnen damals fehlte, war Qualopex Grab. Sie haben Vilcabamba gefunden? Wann können Sie in Peru sein? Gute Frage. Mann, hatte die Fingernägel, ey. Vilcabamba bleibt ein Rätsel. Und meine Entschlossenheit, trotz aller Misserfolge weiterzusuchen, drückt die Moral. Ich denke, dass Jenkins für den Aufruhr verantwortlich ist. Er will einfach nicht akzeptieren, dass Atlantis das Fundament aller uns bekannten Kulturen war. Es wird immer deutlicher, dass offenbar nur Lara vorurteilsfrei und aufgeschlossen genug ist, dieser Tatsache ins Auge zu sehen. Kein Problem. Ich komme da schon irgendwie rauf. Tja, und wir sind im Spiel. Das ging ja eigentlich recht fix. Also lange Cutscenes gibt es hier ja nicht. Ja, ich will es nur noch mal anmerken. Mann, hatte die Frau Nadler da, hatte die lange Fingernägel. Ohne Scheiß. Naja. Gut, Tomb Raider kennt man ja eigentlich. Man springt irgendwo ran. Und sie hält sich fest. Und man hangelt sich irgendwo lang und springt zum nächsten Vorsprung oder so. Irgendwie kann man Tomb Raider eigentlich ganz gut beschreiben. Dann gibt es noch Ballersequenzen in dem Teil hier auch. Und das ist Tomb Raider. Das ganze Spiel hier ist übrigens so gesehen ein... Ja, der erste Teil nochmal gemacht. Und zwar besser mit einer neuen Engine. Also es ist der erste Teil. Tomb Raider Anniversary ist eigentlich Tomb Raider 1, nur eben in neu. Und, ja, deswegen will mein Controller nicht auf diese Taste drücken. Wieso mein Controller? Ich habe auf die Taste gedrückt, aber mein Controller will sie nicht anzeigen. Dieses Let's Play beginnt natürlich wie immer ganz super. Mit vielen Versprechern, aber gut, ich will jetzt auch gar nicht lange reden. Wir gucken uns jetzt mal dieses Tor hier an. Und die dazugehörige Cutscene. Mann, Mann, Versprecher. Ich hoffe, das legt sich. Es ist früh am Morgen und ich will hier aufnehmen. Und was, wo ich jetzt erst in der Testaufnahme entdeckt habe, man kann mit diesem Typen hier reden. Oh, was ist das? Mira, ya llegamos.
No sé cómo abrirlo. Tja, also unser Gebirgsführer, der hat uns hier hingebracht, weiß aber nicht, wie dieses Tor hier aufgeht. Und die Kamera hat schon ganz unauffällig da hochgezoomt. Und da sieht man sowas ähnliches wie ein Knopf, ne? Also, okay. Knöpfchen drücken angesagt. Ich spiele das Ganze mit Controller, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Und die X-Taste, ich habe ja einen Xbox 360-Controller, die X-Taste klemmt manchmal. Deswegen, ich habe keine Ahnung, ob mich das töten wird oder nicht. Aber wir werden es ja sehen. So. Wunderbar. Dunkel. Augen. Augen. Wunderbar. Also schon der erste menschliche Tote. Ist das nicht toll? Unser Gebirgsführer ist im Arsch. Naja, aber wir leben noch und das ist die Hauptsache. Und jetzt wird das Spiel ein bisschen schwieriger. Also das hier war jetzt wirklich gar nichts. Das war nichts. Wir haben auf den Knopf gedrückt und jetzt kommen hier Pfeile rausgeschossen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Boah, fuck. Ja, hat mich getroffen, alles klar. Ich nehme ein Medipack. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Knopf. Okay, nach unten war kleines Medipack. Alles klar. Nach oben war, glaube ich, großes, aber ich habe ja kein großes. Alle Medipacks schon weg. Ist das nicht toll? So. Jetzt können wir eigentlich hier hochgehen. Und uns da langhangeln. Aber ich weiß, ich kenne das Level ja schon. Also ich habe das Spiel schon durchgespielt. Das ist also nicht blind in keinster Weise. Vielleicht bei den Artefakten, weil ich habe noch nie alle gefunden, aber das Spiel an sich ist, kenne ich schon. Ist, kenne ich schon, sehr gut. Und deswegen weiß ich auch, dass hier ein kleines Geheimnis ist. So, XXX! Ich meinte A. Ich verwechsel das immer mit meinem PlayStation-Controller. Ich bin ja ein PlayStation-Typi, der mit der PlayStation 2 aufgewachsen ist. Deswegen, wenn ich X sag, meine ich meistens A. Außer beim Greifhaken, da ist es wirklich X. Naja. So. Es war mir irgendwie klar, dass ich das nicht schaffe beim ersten Versuch. Ja, jetzt aber. Sehr gut. Yeah, Artefakte und Reliquien. Die werden wir sammeln müssen, um das Spiel zu 100% abzuschließen. Und ich denke mal, ich werde da viele, viele verpassen. Naja, wir werden ja sehen. Ich spiele mit Controller, deswegen mit der linken Maus ist ein bisschen falsch. Für mich ist es der rechte Trigger, aber ist ja egal, Spiel ist ja egal. So. Hier hat es noch ein Medipack, ein großes sogar. Wow. Gefunden. So. Und ich glaube, jetzt werde ich auch zum ersten Mal sterben. Ich kenne die Stelle hier nämlich noch. Halten Sie R, um Gegner anzuvisieren. Also, bei mir ist es der linke Trigger. Alles klar. So. Ich muss mich jetzt da dranhängen. So. Na komm, Lara. Jawohl. Alles klar. Das hat sie gemacht. Und das auch. Hä? Ah, drücken Sie, um sich runterzulassen. Sehr gut. Jo. Die Kamera ist auch sehr hilfreich. Die geht nämlich immer in die richtige Position. Und noch ein Schatz. So,
Jetzt muss ich nur irgendwie wieder heil runterkommen. Ah, okay. Alles klar. Ich hoffe, hier ist nicht noch irgendwas, wo ich jetzt verpasst habe. Und das schafft sie nicht. Ey, was macht Lara denn jetzt? Doch, das schafft sie. Alles klar. Okay, Fledermaus. Zum Glück hört man die. Und ich glaube, hier geht's nur hoch. Ne, hier hat's keinen Schatz. Ne, ne. Kein Schatz. So. Alles klar, dann geht's jetzt weiter. Nämlich hier. Hier hat's so einen Hebel. Können wir runterziehen. Ganz gechillt. Und weiter geht's. Und Jones will mich übrigens sterben sehen bei diesem Spiel. Und ich werde hier sterben. Spätestens beim T-Rex. Und... Jo. Ich glaube, da will ich nicht runter. Nochmal nach Schätzen gucken. Aber ich sehe hier gerade kein... Oh, fuck. Wölfe. Der hat sogar Schaum vorm Mund. Na, kann mir egal sein. Düpti-düpti-dü. Oh, fuck. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, nein. No. Okay. Das war's mit den Wölfen. Puh. Gut, ich wusste das natürlich noch, dass die Brücke einbricht, aber man will's ja spannend machen, ne? So, da ist auch noch ein Schatz. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hin? Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Ich hoffe, ich finde zumindest in dem Level mal alle Schätze. Das wäre so ein kleines Ziel, das ich mir jetzt selbst setze. Alle Schätze im ersten Level finden. Okay. Räusper, 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 räusper. Wieso hängt sie sich da nicht dran? Na, Lara? Das wollte ich jetzt nicht. Wow. Jawohl, genau das wollte ich. Perfekt. Ja, drücken Sie schnell E und dann ist alles okay. So, noch ein Medipack. Alles nur für Medipacks? Ich hätte lieber mal die ganzen Schätze. Naja. Da kommt man sicher noch hin. Da muss ich mich sicher irgendwo runterfallen lassen oder so. Und das erste Level kenne ich sogar noch relativ gut. Also das sollte da... Da soll es jetzt keine Probleme geben. Bei der Wegfindung. Hier hat es doch auch noch Gegner, oder? Nö, nö, nö. Keine Gegner. Wunderbar. Und gleich ist schon eine Viertelstunde rum. Hey, oh Mann. Springen Sie an das Seil. Ja, ich muss auf jeden Fall da unten hin zu einem Schatz. Erstmal runter. Nein, falsche Richtung. So. Schneller, Lara. Schneller. Fast, oh nein. Der Riesenbär. Drücken Sie leer. Ja, ja, ja. Scheiße. Ein riesiger Bär. So, das war mir jetzt ein großes Medipack wert. Er hat auch Tollwut irgendwie. Ich wusste doch, hier ist noch irgendwo ein Bär. Scheiße, ey. Schnell, 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 schnell. Ja. Oh, nein. Ach, Mist. Ja, gut. Ich dachte es mir schon fast. Das reicht von der Zeit doch nie im Leben. Naja. Ah, haben wir mal einen Bär gesehen. Ich glaube... Bären sind also ziemlich das Schlimmste in dem Spiel. Bären und andere große Tiere. Ich will euch jetzt nicht spoilern, deswegen. Es gibt noch andere Tiere, die ähnlich scheiße wie Bären sind. Groß, fett und Damage ohne Ende. Nein, falsche Richtung. Okay, diesmal hole ich mir aber das Medipack. Es ist immerhin ein großes, oder? Ja, groß. Also große Medipacks brauche ich. Ich
Ich muss jetzt einfach einmal mehr schwingen, dann sollte das klappen. Jawohl. Wunderbar. Ja, wie schlage ich mich, Leute? Ist doch ganz cool bis jetzt. Und dass sie das geschafft hat, das wundert mich. So. Mehr Schätze waren hier auch nicht, ne? Nix verpassen. Nix verpassen. Aber hier gucke ich nochmal nach. Ja. Da hätte ich ein tolles Medipack verpasst. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher und gucke nochmal hier. Nö. Alles klar. Alles klar. Ich glaube, dieses Level hier war auch nicht so groß oder lang, besser gesagt. Das müsste jetzt eigentlich auch schon gleich fertig sein. Aha. Lustig. Drücken und halten Sie leer, um weiter... Echt jetzt? Das macht einen Unterschied? Ja doch, okay, sie springt weiter, ja, ja. Das merkt man dann schon. Vor allem, was sind das hier für Konstruktionen, ne? Oh shit. Na gut, da werden wir ganz gechillt durchgehen. Wow! Sie macht irgendwie den Super, die Superrolle nicht. Superrolle! Ja! Ja! Wie auch immer ich das jetzt geschafft habe, ohne getroffen zu werden. Erstmal hier trainieren, Lara. Sehr gut. So, und jetzt muss ich die beiden erst killen. Wolfi. Wolfi! Wolfi! So, ich zeige es euch einfach nochmal. Da diese beiden Flöcke da, da ist einer davon. Die müssen wir jetzt erst hochheben. Und ich glaube, das hat sogar ein Zeitlimit. Die gehen langsam wieder runter. Ja. Timing, Leute. Timing in Tomb Raider, das kann ich nicht so. Hm. Ich will mich jetzt auch erst nochmal umgucken. Okay, hier kann man hoch. Erst alles abchecken. Oder auschecken. Genau. Hier kann ich den hochmachen. Jo, Zeitlimit. Cool, ne? Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Oh. Scheiß Wolf. Oh, noch einer. Komm, der ist mir jetzt egal. Ey! Wolfi? So, geschafft. Ah, wunderbar. Wunderbar. Und da ist das Level auch schon zu Ende, wenn ich jetzt da hochlaufe, glaube ich. Oder? Hier war doch das Level Ende, ne? Gut. Aber ich will jetzt nochmal gucken, ist hier vielleicht noch irgendwo ein Schatz, den ich nicht gesehen habe. Das Tor hier bleibt offen. Es ist mir jetzt egal, ich habe auch eh nur noch, also 19 Minuten 30 sind jetzt schon längst erreicht, aber... Ich guck noch mal ganz kurz, nicht, dass ich da was verpasse und dann sag, ach, verdammt, hätte ich nur noch mal geguckt. Und im nächsten Part geht's dann auf zum zweiten Level. Ein Level pro Part, das wäre doch super, aber ich glaube, schon beim nächsten Level werde ich viel länger brauchen. Wirklich alles noch mal angucken. Ich will nichts verpassen. Sonst bin ich nachher nur sauer. Nee, da ist nichts. Okay, ich dachte schon, da drüben habe ich jetzt was verpasst. Aber sieht gut aus. Gut, falls... Halt. Halt, halt, halt. Da habe ich jetzt was gesehen. Genau. Boah.
Irgendwie geht sie doch auch hoch, oder? Hm. Gut, dann hangel ich mich halt darüber so. Ich dachte eigentlich, die kann da auch hoch, also drauf sitzen auf diese Stöcke. Naja, vielleicht auch nicht. Ja. Ich hätte mir so in den Arsch gebissen, Leute. Ja, ein riesiger Bernstein-Typi. Orca-Keramik. Okay, es ist Keramik. Sieht aber aus wie Bernstein. 7. Jahrhundert nach Christus. Killerwal. Killerwal. Ja. Da verstehe ich jetzt auch den Begriff Orca. Sehr gut, Lara. Ich bin stolz, dass du das überlebt hast. Und auch das. Ist ja egal. Ein großes Medipack und... Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Das war's für den ersten Part. Im nächsten Part betreten wir Level 2. Oder besser Level 1.2. Naja. Bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.